Ersatz RE 26966 nach Hof, Januar 2017. Guten Morgen, Kollege. Sie fahren jetzt den RE 26966 von Dresden kommend weiter Richtung Hof. Seit dem 12. Juni 2016 betreibt die Mitteldeutsche Regiobahn diese Strecke. Da es aber noch zu wenig Triebwagen gibt und diese oftmals defekt sind, hilft die DB und andere Bahnunternehmen derzeit noch aus. Viel Spaß, gute Fahrt. Und damit begrüße ich euch ganz recht herzlich zu einer neuen Folge vom Let's Play Train Simulator. Das ist keine neue Folge, aber das ist die erste Folge, wo wir mal fahren im Train Simulator. Zumindest hier auf Carslix ist das so. Und wir sind heute unterwegs mit der Baureihe. Wie komme ich denn gleich in die Außenansicht? Achso, gut, jetzt geht's schon los. Und zwar mit der Baureihe 145 da in der Brestlackierung, auch wenn bei mir hier vorne irgendwelche Texturfehler sind. Und wir helfen halt heute bei der Mitteldeutschen Regiobahn aus. Das ist auch im Moment immer noch so. Ich glaube, wir schreiben heute den 5.2.2017. Ich war, glaube ich, am Freitag oder sowas auf dem Bahnhof. Müsste jetzt lügen. Und auch da ist immer noch der Taurus zum Beispiel gefahren. Mit, glaube ich, genau diesem Wagen, aber auch so wie wir jetzt hier stehen in Tharandt, ist auch die 145 in der Presslackierung auch schon vor diesen Wagen hier gefahren. Von, was, wie nennt sich das Bahn? National Express. Keine Ahnung, wie genau. Auf jeden Fall, was auch sehr interessant ist, ist zum Beispiel, dass auch die Press mit ihren Traditionswagen der Deutschen Reichsbahn gefahren ist und sowas. Also hier war sehr viel los bei uns auf der Strecke. Und vor allem ist es halt bei uns auf der Strecke, weil wir fahren ja jetzt quasi nach Chemnitz. So, Lok ist soweit aufgerüstet. Mal gucken, ob wir noch das Thema hier hinbekommen. Jetzt piepst das Ding nochmal. Genau, das war mir klar. Aber wir kriegen Leistung. Okay, alles kein Problem. Instrumentenbeleuchtung. So schnell das Licht können wir eigentlich auslassen erstmal. Und da setzen wir uns jetzt mal in Bewegung mit unserem Ersatzzug und fahren mal jetzt einfach mal nach Chemnitz, ne? Das Szenario ist erst ganz frisch erschienen auf racing.de. Heißt halt so, wie ich es am Anfang vorgelesen habe, ne? Steht es hier nochmal, genau. Euro S, Ersatz RE 26966 nach Hof. Ist wieder, mal sehen, ich weiß nicht, ich bin es noch nicht gefahren, ne? Jetzt ist es noch sehr finster. YouTube macht das natürlich noch ein Stück finsterer. Vielleicht, so seht ihr wenigstens ein bisschen Führerstand. Ich hoffe mal, dass wenn wir dann in Chemnitz oder hier ist halt, ne, die Strecke ist halt noch Deutsche Reichsbahn gehalten. Wenn wir dann in Karl-Marx-Stadt angekommen sind, dass dann wenigstens ein bisschen heller ist. Aber wir haben es jetzt kurz nach 7. Und wir fahren jetzt dem Sonnenaufgang entgegen. Ich hoffe mal, ich fehle nicht irgendwo, ne? Thema PZB, SIFA, wenn man einfach mal verpennt. Wahrscheinlich ist der Verkehr zwar ziemlich realistisch gehalten, bis auf eben diese Triebwagen der Mitteldeutschen Regiobahn, so wie ich das am Anfang vorgelesen habe, da die ja einige Probleme haben und es halt dieses Modell nicht für den Train Simulator gibt, diese Baureihe 440, sind hier dann Talent 2 mit der S-Bahn Mitteldeutschland Lackierung unterwegs. Das sollte dem aber wahrscheinlich hier, ja, also ich denke mal, das wird trotzdem gut aussehen, weil von der Farbgebung her sind die beide recht gleich gehalten. So eine schlichte grau-silberne Lackierung. Und glaube ich, bei beiden Bahngesellschaften, wenn es, ich schätze mal, das sind schon unterschiedliche, das eine heißt Mitteldeutsche Regiobahn, das andere heißt S-Bahn Mitteldeutschland, die ist mehr im Raum Leipzig unterwegs. Die sind auch halt von der Lackierung her sehr ähnlich. Dieses Graue und die Türen sind bei beiden grün gehalten, ne? Hab ich, ach nee, den Zug, der steht bei mir oben auf der Modellbahn. Schade. Sonst hätte ich gleich nachgucken können. Aber es ist, glaube ich, bei beiden grün. So, mit gemütlichen 80 km/h. Ich würde beinahe denken, heutzutage ist, obwohl, wird hier die Tharander Steige für mehr erlaubt sein, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, jetzt fahren wir noch bloß mit gemütlichen 80 km/h hier hoch. Und die Tharander Steige ist so für den Osten irgendwie das, was im Westen
Aber wie hieß es denn im Westen gleich? Die andere steile Strecke, der Steinerne Renne? Nee, hieß das so? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall mit diesem Bruchhausen Wilsen. Nee, war das Bruch? Warte mal, ich hab doch ein Video drüber gemacht. Warum weiß ich denn sowas nicht? Ah. Ich habe jetzt im Hintergrund meinen Browser geöffnet. Hoffentlich kriege ich jetzt keine tiefe Zwangsbremsung oder übersehe irgendwelche Signale. So, mein Channel. Ach, Neumarkt-Würzberg war es. Okay, ich habe es jetzt zwar nicht gesehen, aber mir ist es jetzt eingefallen. Ja, genau, Neumarkt-Würzberg. Das war ja auch so eine Steilstrecke. Und das ist quasi in Westdeutschland gelegen, in den alten Bundesländern. Und wir sagen ja kein Ost und West, wir sagen alte Bundesländer und neue Bundesländer eigentlich. Ich glaube, also zumindest so ist es regulär. So sagt man eigentlich. Ja, das Einzige, was mich stört, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade schon mal wieder ein bisschen rumprobiert irgendwie, weil halt dieses Repaint vorne diesen Fehler hat. Eigentlich sind halt rechts und links von dem Press-Logo eben weiße Streifen und bei mir sieht das alles ein bisschen sehr komisch aus. Na, hier so. Das ist genau in der Höhe von dem Presszeichen. Normalerweise sind das zwei weiße Streifen. Aber, ach, wer weiß. Aber immerhin sind die realistischen Wagen hinten dran. Also da muss ich dem Szenariohersteller wirklich großes Lob aussprechen, dass er sich da wirklich anscheinend ein bisschen vorher informiert hat oder hier aus der Gegend auf jeden Fall kommt. Und wir mussten auch, also ich musste nicht, weil ich hatte schon auf jeden Fall, sind für das Szenario auch Deutsche Reichsbahn Wagen vonnöten. Also wird uns wahrscheinlich dann auch irgendwann dieser eigentliche Traditionszug entgegenkommen, der aber halt aufgrund mangels rollendem Material dann ganz normal auch als Regionalexpress auf der Strecke zwischen Dresden und Hof unterwegs war. Und man konnte da halt wirklich als normaler Fahrgast für den ganz normalen, schlichten Preis, ne, je nachdem halt die Fresse, warum eine Störung? Nee, kann ich schneller fahren? Nee. Konnte man halt da mal deutsches Reichsbahn-Feeling, deutsche Reichsbahn-Atmosphäre erleben. War vielleicht für die einen wirklich sehr interessant, für die anderen hat es vielleicht wirklich gestört, weil ja da der Komfort nicht so sehr gegeben war. Aber ich denke mal, das wird eine interessante Sache gewesen sein. Und vor allem, was halt auch sehr schön war, ich bin leider nicht in den Genuss gekommen, diese Lok mal zu filmen oder zu fotografieren. Auch von der Press ist die Baureihe, auch eine Baureihe 145 gefahren, die allerdings diese sehr interessante rasende Roland 125-Jahr-Lackierung hat. Da hat die wirklich auf beiden Seiten so eine Schmalspurbahn-Lok drauf geklebt. Das ist, glaube ich, ist mit Aufklebern gemacht. Gibt es auch, glaube ich, YouTube-Videos, wie die das da aufgeklebt haben. Aber leider gibt es dieses Repaint nicht. Das würde mich sehr reizen, wenn ich Bescheid wüsste, wie man so Repaints erstellt. Ich habe es schon einmal versucht und einfach nicht hinbekommen. Trotz Foren und allem. Sonst würde ich wirklich dieses Repaint mal in Angriff nehmen. Das ist wirklich sehr schön, weil das ist wirklich abwechslungsreich. Das hast du. Ist eine schöne bunte Lok von der Press da. Und die war da halt auch vor diese Züge hier mit gespannt. Aber eben auch so diese schlichten, normalen, blauen E-Lokomotiven hier. So wie hier jetzt. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das da mache mit den Thumbnails. Weil die Lok sieht ja von vorne jetzt nicht so schön aus. Und wir haben aber einen normalen Januartag, ne? So wie ich das am Anfang vorgelesen hatte. Sollte ganz normal Januar sein. Also es ist auch wirklich noch die exakte Zeit, wann einfach diese Ersatzzüge gefahren sind. Und halt, was auch sehr interessant war, was ich auch dann auf Facebook halt so gelesen habe, was eben lustig war. Die Mitteldeutsche Regiobahn hat ja quasi die Baureihe 143 auf unserer Strecke hier verdrängt. Ist halt, ne, Altersteilzeit kann man nicht sagen, ne, ist halt jetzt in die Jahre gekommen, diese Baureihe. Und eben, auch so wie ich es vorgelesen habe, hat ja dann die Deutsche Bahn auch ausgeholfen und dann ist wieder eine 143 mit ihren Doppelstockwagen hier auf dieser Strecke gefahren und da hatte irgendjemand mal auf Facebook geschrieben, ne, tot geglaubte leben länger oder so. Weil es ja wirklich hieß, ne, diese Loks fahren hier bei uns nicht mehr und dann dank dieser großen Probleme mit den Triebwagen,
der Mitteldeutschen Regiobahn, kann man dann doch wieder das Erlebnis haben und die 143 mit Doppelstockwagen auf dieser Strecke sehen. Und da habe ich sogar auch ein Video gemacht im Chemnitzer Hauptbahnhof, wie die ausgefahren ist. Schön, das war geil. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt überhaupt noch unterwegs sind. Im Raum Köln war sie ja noch eigentlich mal noch vor einigen Jahren als S-Bahn unterwegs, aber ich glaube, mittlerweile wurde die auch da komplett abgeschafft und sogar durch Talentzüge ersetzt oder so. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so etwas mal gehört gehabt zu haben. So, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich mit der AFB runterreguliere. Weil wir müssen jetzt auf 60 runter. Das wird zwar bestimmt jetzt ein bisschen eine grobe Bremsung gewesen sein. Obwohl, ich könnte ja eigentlich auch, das ist ja, sollte alles gar kein Thema. Das ist ja das Schöne am Fenstermodus. Ich kann jederzeit irgendwelche Fenster öffnen. So, was suche ich denn jetzt? Nämlich mal die Bedienungsanleitung von der Lok.